Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unendlich Munition bekommen könnt. Ja, das Ganze auch ohne Nachladen, das Ganze funktioniert auch in allen sämtlichen Lobbys. Der Glitch ist auch lobbyübergreifend, der funktioniert so lange, bis ihr GTA neu startet. Und ja, ich würde sagen, lasst uns auch direkt losstarten. Begibt euch zunächst einmal in den Creator. Dort im Creator angekommen, geht ihr auf der Stelle ein Deathmatch, dann einfach auf Deathmatch drauf. Nun müssen wir einmal zu Deathmatch-Details gehen, einmal irgendeinen Titel auswählen, welcher ist völlig egal, auch Beschreibung, irgendwas eingeben. Ihr müsst da diese Ausrufezeichen wegbekommen, einfach das Foto schießen. Dann gehen wir zurück, dann gehen wir auf Platzierung, einfach irgendwo den Auslöser platzieren. Dann die Lobbykamera, ebenso dann noch halt die Spawnpunkte und die Teamstartpunkte noch platzieren, einfach irgendwo platzieren. Wie gesagt, die roten Ausrufezeichen müssen halt verschwinden, anschließend noch die Team-Spawnpunkte platzieren. So, habt das dann gemacht, dann geht ihr komplett auf zurück, ihr geht dann einmal auf Deathmatch-Details, dann geht ihr runter auf Modifikator-Sets. Geht dann auf neues Modifikator-Set erstellen, runter auf Inventar, einmal das Inventar einstellen. Dort geht ihr dann runter auf unbegrenzte Munition und die unbegrenzte Munition müsst ihr dann einmal einstellen ohne Nachladen. Dann können wir auch wieder auf zurückgehen, komplett zurück, dann einmal das Deathmatch testen. Dort braucht ihr aber nichts zu machen, seid ihr dort angekommen. Geht ihr einfach auf Options, dann geht ihr auf Online und startet irgendeine Sitzung. Seid ihr jetzt in der Open Lobby angekommen, seid ihr auf jeden Fall schon verglitscht und ihr habt jetzt schon unendlich Munition. Ihr seht, ich habe 11 Schuss und ich kann jetzt hier die Raketen durchspammen, denn weil ihr auch nicht nachladen müsst, könnt ihr einfach die Raketen so durchspammen. Das funktioniert auch mit allen sämtlichen Waffen. Wie gesagt, mir wird keine Munition abgezogen, ich muss nicht nachladen. Und ja, das könnt ihr wie gesagt in sämtlichen Lobbys machen. Der Glitch ist lobbyübergreifend, so lange bis ihr halt GTA neu startet. Und ja, ich kann es euch auch eben mal zeigen. Mal kurz die Lobby wechseln. Und wenn ich jetzt hier in der neuen Lobby ankomme, werdet ihr sehen, dass ich jetzt auch wieder die 11 Schuss habe. Und mir wird immer noch keine Munition abgeschossen und ich kann die Raketen weiterhin durchspammen. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.